Willkommen zurück zur fünften Folge XCOM Enemy on Enemy Within. Ich sag immer Enemy Unknown. Wann die warum? Wir sind kurz dafür, A-Material zu erforschen. Ich muss kurz gucken, ich habe wieder. Wir haben noch einen Satelliten frei, okay. Ich warte mal noch einen Moment. Sunny Research. So, jetzt haben wir auch den Nanofieber West. Ein bisschen mehr Leben geben. Ach genau, wir hatten ja einen Alien gefangen. Da hilft auch der Telepathie nichts dagegen. Sehr gut. So. Ich brauche 20 dafür, um das zu bauen. Achso, genau, das Research Project haben wir jetzt. Mission Control. Wir werden immer noch einen Einsatz kriegen diesen Monat. Anscheinend nicht. So, how'd it go, Doctor? Better than expected. Before the creature expired, I was able to extract some new information from it. You're saying that thing spoke to you? Not precisely, but when you have access to a creature's brain, certain patterns can be discerned, recent images and thoughts. And what exactly was our late friend thinking about? This particular image appeared in the creature's thought pattern several times throughout the procedure. We've already met that thing, Doctor. This is hardly the kind of breakthrough we were... And there was a neural link in the creature's mind between this image and this one. That's the thing that pulled a disappearing act when we shot down our first UFO. And let me guess, you want to poke around in its head too. It is the next piece of the puzzle. And this time, instead of shooting it, I suggest we try to capture it alive. Tja, das wird nicht ganz so einfach. Das Ding macht ja ordentlich Aua. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt dafür bekomme. Genau. Research Credit für Beam Weapons. Damit kann ich jetzt die Beam Weapons wohl deutlich. Ja, kann ich in 5 Tagen Beam Weapons machen. Das werde ich wahrscheinlich sogar mal fast tun, ne? Sectoid Autopsy. Ne, ich brauche die neuen Waffen. We've assembled everything we need to capture and house an alien for interrogation, Commander. The rest is up to our forces on the ground. So, Situation Room, jetzt wollen wir doch mal in Adelit hochschicken. You'd never know it by looking at her. But that woman is an alien's worst nightmare. 150, 170, 160, ich glaube, das ist das höchste, was ich habe, oder? Ne, 190 Japan. Kann ja sein, dass ich die jetzt verliere, wenn sie dann wieder blöd läuft. Also Europa muss ich auf jeden Fall beschützen. Japan kann ich nicht verlieren. South Africa eigentlich auch nicht. Penny Request haben wir nicht. Dann nehme ich einfach das höchste. Und 2 Ingenieure kriegt er auch noch. So, nach Asien. Hangar, Shiplist. Und nach Asien transportieren, damit ich auch Sachen abschießen kann. So. Mission Control. Incoming transmission. We are extremely impressed with the progress. Grade A. XCOM project thus far. 400. Your recent results were beyond our expectations. And that is not a statement this council makes lightly. Aber ich hab doch keine 400 bekommen, nö. Definitiv nicht. Build Facilities. Alien Containment. Auf jeden Fall mal einen Lift bauen. Satellite Uplink. Brauche ich 10 Ingenieure, die habe ich noch nicht. Ich könnte aber mal ein Genetics Lab bauen. Was haltet ihr dann davon? Begin Construction, würde ich mal sagen. Oh, jetzt brauche ich einen Power Generator.
auch nochmal einen Auftrag geben. The aliens were intent on conquering Earth. There's not much we could do to stop them. I'm guessing they have something else in mind. In times of war, there's always a leader, a general, someone giving the orders. These aliens can be no different. The real question is, training school, what sort of power or authority does it take to control such a vast... Oh, jetzt bin ich abgebrochen. Das wollte ich gar nicht. Sorry, Leute. Das ist ja New Research. So, Laser Pistol und Laser Rifle habe ich erstmal erforscht. 6-8 Autopsie würde ich gerne machen. We've made a number of interesting discoveries based on the autopsy results of the alien specimen you brought back. The research team is now referring to this particular variation as a sectoid. Based on the unusual structure of its internal organs, which we believe to be the product of genetic manipulation. As we've seen in the field, this species also seems to harbor some sort of telepathic ability. So, dann kriege ich nämlich noch einen Bonus, vielleicht auch mal ein mittleres abschießen kann, ein mittleres Schiff, wenn ich da Probleme haben sollte. Deswegen... scannen. New production site. Wenn ich jetzt Europa dabei habe, muss ich dahin. Nee, hab ich. Nee. Ich hab. Südamerika. Nee, Nordamerika ist das. Südamerika. Und Asien. Also. Nordamerika ist komplett safe. Südamerika. Ist auch safe. Und Asien. Asien muss ich dann nehmen. Kriege ich noch 4 Scientists, dann würde ich auch schneller researchen schaffen. So, mein Sniper. Holmes. Guppy, Hardcore Sexony. Meine beiden Heavies halt jetzt mit dem, ja, damit ist halt so, ne? Ja, würde ich sagen, passt so. Sehen, dass ich mir für einen Kampfplatz haben. Assault. Sieht nach einem neuen aus. So that's our next drop site. This is Big Sky. Strike team has reached the AO. Nee, ist doch eine alte. Warum sind sie so eine alte jetzt? Ich hab doch die Erweiterung. Versteh's nicht. Guppy war mein Scharfschütze. Nichts sein. Das sieht nach Meld aus. Weil bewegt sich nie. Es wird kein Meld sein. So, du gehst mal davor. Also ich gehe mal davor, besser gesagt. Ich habe jetzt ein bisschen weitere Sicht. Bin mir nicht ganz sicher, ob das Meld ist oder nie, aber ich denke nie. So. Du gehst mal dahin. Wie kommst du? Kommst bis dahin. Ah, parke ich sie alle mal dort. Momentan durfte ich noch nicht auf Gegner treffen. Oder wenn ich auch auf die treffe, durften die nicht mal schießen. Dahin. Das meldet. So, dahin.
Und ich weiß nicht, ob ich meinen Sniper immer auf Overwatch lasse. Oder mitnehme. Ich lasse erstmal auf Overwatch. Dass der so den Bereich abdeckt. Da ist irgendwas oben oder was? Jetzt nämlich nach oben. Ne, dass ihr so vielleicht seht, da kann man hoch. Irgendwie, das Dach ist doof. So, dich schicke ich mal hier hin. Kann ich schon mal aufklären, ob da irgendwas ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann die kommen nicht bis dahin. Schicke ich sie hier hin. Dreht sich wieder verkehrt rum. Ich verstehe das nicht, ob die Leute sich bei mir immer verkehrt rumdrehen müssen. In Bewegung. Wieder verkehrt rum. Was ist denn das? Ihr sollt. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Und ich habe noch keinen Blick aufs Meltdown, dass die Leute vorher schon stehen. Der du die Nutzlose, also ich der Nutzlose bin. Wahnsinn. Unterwegs. Wie umdreht er sich jetzt? Okay, er dreht sich so rum. Da war es mir relativ egal, zum Glück mal. Im Laufschritt. So, dahin. Muss jetzt hier rein als nächstes. Könnte auch hier in die Trucks gehen, sehr gut. So. Bewegt sich auch nicht. Also, das war doch so schön, dass man daran erkannt hat. So. Na, ich komme nicht bis hin. Das ist doof. In Bewegung. So, hier direkt dahinter oder was? Ich glaube, ich habe was gehört. Na, herrlich. Na, ich habe wieder keine volle Deckung. Wenn ich jetzt hier reingehe, sehe ich wahrscheinlich hier hinten irgendwo jemanden. Das Glastürmchen, dann müsste ich eigentlich durchschauen können. Oh, da draußen. Das ist ungünstig. So haben wir nie gewettet. Da muss ich doch nochmal zurückgehen. Weil sonst flankieren die mich hier gleich. Finde ich nicht so lustig. Wir sind wahrscheinlich auf Overwatch geblieben hier. Genau, da hätte mich nämlich schon flankiert. So, noch der Typ auch nochmal auf. So, ihr beiden am besten mal. In Bewegung. Tu den mal hier hin. 49 ist nicht viel. So, Overwatch, damit der den daran hindert, mir irgendwie in die Seite zu fallen. Möglichst wenig, ist auch der gleiche, den er da hat. Ist ja dumm. Run and gun. Also dahin, wenn es ein bisschen Deckung hat. Oh Gott, da sind gleich die Sinmen auch noch.
Aber die laufen nach hinten weg, das sollte ich. Dann kennt er sich mehr auf mich. So, alle mal auf Overwatch, wenn die sich möglich nicht bewegen und wenn dann doch die Simmen irgendwie rankommen, dass sie auch auf die Nase kriegen. Au. Fuck, nein, Shirley, jetzt nicht sterben, bitte. Oh, wo kommen die denn auch noch her? Das ist jetzt gar nicht lustig. Jetzt geht's wieder alles auf einmal los. Ich muss da raus. Ich brauch die volle Deckung. Nein. Oh, vorbei. Oh, das war knapp. Da kann ja noch einer. Oh, shit. Oh, Mann, hab ich ein Glück. Ich muss gerade Luft anhalten. Das war so... da drüben ist das andere Meld. Komme ich doch irgendwie nach hier hinten oder sowas? Ne, komme ich nicht mehr. Also tue ich es auf jeden Fall mal da ein. Das geht gar nicht, die muss ich jetzt in Sicherheit bringen. Position bestätigt. So, erstmal heilen wieder hier. Keine Lust, dass hier noch drauf geht. Die ist ja sogar ein Radio an. Sehr geil. So, du bewegst dich mal hier hin. Damit du auch irgendwann mal schießen kannst. Problem ist, dass die hier schon stehen. Wenn die hier noch ein Stück vorlaufen, flankieren sie mich, wenn ich mich hier hinstelle. Eine Granate habe ich nicht. Mehr als das kann ich hier nicht tun. Weil wenn es jetzt nie bewegt, explodiert ihm das Auto hier. Ja, geht auf Overwatch, das ist sehr gut, weil dann geht eigentlich das Auto hoch, wenn er dran war. Genauso. Das ist ein Kill für niemanden, aber was soll's. Und es ist auch ein Explosionskill. Aber es ist eine günstige Variante, jemanden zu töten. So, mal kurz die Tür aufmachen hier. Problem ist, dass da noch Aliens waren. Ich irgendwo in Deckung rennen? Kann dahin rennen. Genau das haben wir gesucht. Okay, 5. Das ist okay. Bloß halbe Deckung. Bin ich nie so scharf drauf, nur halbe Deckung zu benutzen. Vorpresche. Okay. Der kann das nicht sehen. Wupp, 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 wupp. Sagen, du gehst mal hier hin. Irgendwann muss ich den Sniper nochmal zum Nutzen bringen, aber es klappt irgendwie nicht so richtig, wie ich will. Hier habe ich gerade irgendwas gehört, dass sich was bewegt hat. Aber ich sehe es nicht. Und der schießt auf Shirley Holmes. Au. Warum hat es mir denn angezeigt, dass ich zur Deckung hätte? Oh nein. Shirley nicht. Ich habe dich extra noch geheilt. Die überlebt das. Hm. Ach, ich kann sie noch stabilisieren, wenigstens das. Dann ist es 14 Tage weg, aber ich kann sie behalten. Ich muss nur mal... Rücke aus. 56. 44.
Den brauche ich eigentlich für ein Medikit hinten bei Shirley. Den kann ich nicht mehr davor nehmen zum Kämpfen jetzt. Das war doof, aber ist halt so. Ich muss die nächste Runde mal ein bisschen Party machen auf den. Au, das war meine Deckung, ihr Schweine. Kriege ich die beide da? Jawohl. Komm, triff. What? Er hat irgendwie falsch getroffen. Ja, hat zwar noch einen getötet, aber nicht der, der auf Overwatch ist. Was jetzt echt ein bisschen mistig ist. Komm, triff mal. Jawoll. Sniper hat mir was geschafft. Also, was muss ich mir sehen? Hoffentlich trifft der Overwatch-Typ nie. Ist mir klar, dass der schießen darf? Ja, fehlt sehr gut. Damit ich den, wenn man die Shirley stabilisieren kann. Es gibt Hallen alle. Beruhige dich. Jetzt erkennen wir auf Overwatch. Wenn sie jetzt rankommen, können sie rankommen. Er geht auf Overwatch nur, das ist schön. Bin unterwegs. So, dann kann ich mir das auch noch holen hier. Oh, da sind welche. Und die sehe ich gerade noch nie. Oh, fuck. Die sind mit Sicherheit auf Overwatch, die, der eine der Typen. Ach, ich bin auf Overwatch. Ach, ich bin ein Trottel. Ich sollte wirklich... Da habe ich dem schönen freien Schaden gegeben. Ich bin so ein Depp. So. Guppy ist auf Overwatch, soweit ich mich erinnern kann. Warum kann der hier? Das ist so doof. Mit den Sicht... Ich kann da jetzt nur hingehen. Ansonsten komme ich jetzt nicht mehr rechtzeitig ran. Ja. Auf Overwatch. Bitte triff nicht. Aha, auf der Feed. Sehr gut. So, erstmal das einsammeln. 90. Und 81. Komm schon, triff den 81er. Jawoll! Hä? Wieso hat's den jetzt nicht? Ich wollte sagen, du musst da mittöten. Der hat nachgeladen, sehr gut. Oh, das ist das erste Mal, dass ich sehe, dass ein Alien nachladen muss. Ich könnte dort meinen aus der Schusslinie holen, meinen Sniper. Ich könnte hier hinstellen und einfach mal ein bisschen Zurückzug-Strategie machen, dass er auf der Pistole ist, wenn sie nah rankommen. Natürlich keine Ahnung mehr, wer dort irgendwie wie steht. Wieso sehe ich eigentlich hier gar nichts drin? Also wirklich gar nichts. Rücke aus. Ich sehe auch hier nichts. What the fuck? Ist irgendwie ein Bug oder so? Komisch. Position bestätigt. So ein bisschen Rückendeckung jetzt mal hier, was ich hier mitnehme.
Da ist jetzt plötzlich taucht sie doch hier oben rot und dann ist wieder weg und hä? Ich hab das Gefühl, hier backt was mit der Sichtbarkeit rum. Bin bereit. So. Verstanden, Commander. Mach ich mal eine Nachladerrunde, damit ich dann im nächsten Kampf schießen kann. Und der hat noch nicht geschossen, der kann auf Overwatch gehen. Hm. Ich hätte vor dashen, das will ich eigentlich nicht. Jetzt kann ich es nicht mehr. Jawohl. Ich sehe ihn immer noch nicht. Das ist doch ein schlechter Scherz, oder? Bin unterwegs. Da geht mal in Deckung hier. Bewegt er sich nie oder was? Oder hat er sich bewegt, irgendwie wegbewegt? Es sind noch zwei Gruppen, Schrägstrich Aliens mindestens da. Da kommt einer, okay. Oh, schade, meiner verfehlt und jetzt nicht aber flankiert. Das ist schlecht, wenn ich jetzt einen kritischen Treffer mache. Sterben meine. Ja, ne, sie schießen. Aber es war bei weitem nie ein kritischer Treffer, das ist gut. Der sieht's immer noch nie. Packen wir es an. Bin unterwegs. Ich bin doof. Weil der kann da hin. Oh. Geht auf Overwatch später mal. Ja, er schießt einfach nur. Geht zum Glück vorbei. Also im Gnome geht es halt auch bei den niedrigen Deckungen öfter mal vorbei. Den kriege ich auch darüber. Guppi, irgendwie triffst du jetzt aber nicht mehr so die perfekte Treffergenauigkeit. Jawohl, trotzdem. Trotzdem. Nichts gesagt. Nichts gesagt. So, wo ist der letzte? Da ist fast alle verletzt sind irgendwie. Meine ich hier irgendwo, in dem Bereich? Lass mal den vorgehen, der nicht verletzt ist. Das brennt hier die ganze Zeit, glaube ich, schon. Hm. Packen wir es an. Nee. Bin unterwegs. Komisch. Was denn? Was da draußen? Wo ist der denn hingelaufen? Habt ihr was gehört? So, Hotcore Saxony. Oh, ist ja dashen, ja. So, kannst du laufen? Du kannst bis dahin ganz normal laufen. Ich mach mich auf. Jetzt hier unten rauskommen. Das ist so Quark, was rum. Muss ich nicht über die halbe Map jagen. Ja. Ziel bestätigt.
So, ein 2 auf Overwatch, das sollte reichen, um den dritten auch noch mit zu schützen. So, wie mache ich das jetzt um die Ecke dort? Wenn ich da anstelle, kann die sinnvoll um die Ecke gucken. Das zählt nicht als Deckung. Ich muss immer. Ich stelle jetzt erstmal da und gucken, wie weit ich gucken kann. Bestätige. Nee, wahnsinnig weit. Bin wieder da. So, dann stelle ich auf die andere Seite. Aufgepasst. Oh, wow, die Seeker. Isolating single targets. It appears to have a sophisticated evasion system as well. Perhaps we should try to avoid those tentacles. Auf jeden Fall Overwatch. Und ich weiß nicht, worauf der ist gerade. Ich habe lieber nachgeladen. Ist so auf Overwatch. Kann jetzt nur warten, bis sie wiederkommen. Und muss möglichst eng sammeln mit meinen Leuten. Genau, dafür. Griff. Komm. Jawoll. Das war eins. Wo kommt der zweite? Kommt der auch noch direkt ab zum Angriff? Weil normalerweise greifen die einen nämlich und dann musst du die Leute von den Leuten runterschießen. Was nicht so wahnsinnig Spaß macht. Und du musst jetzt nachladen. Du kannst nochmal auf Overwatch gehen und du kannst nochmal auf Overwatch gehen. Jetzt kann ich mal warten, dass das andere auch noch kommt. Das andere kann ich gerade nicht machen, außer abwarten, dass es mich angreift. Weil es eher unsichtbar ist. So, ich hoffe, das Treffen ist möglichst schwer. Perfekt. Treffen genug. Perfekt. Alles glatt gelaufen. Ja, das war's dann für diese Folge. Guppy ist Corporal geworden. Wuhu! Und 5 Tage verwundet. Bulletswurm. Holo-Targeting. Das finde ich übrigens geil, weil wenn er zuerst schießt, dann alle anderen Verbündeten haben diese Runde dann plus 10 Aim gegen diesen Gegner. Egal, ob er trifft oder nicht. Ist einfach nur nice. Ja, aber alle verletzt hier. 16 Tage sogar, Shelly Holmes. Das ist. Da war ich dumm. Seeker und Thinman Autopsie habe ich jetzt freigeschaltet. Und ich kann jetzt einen Workshop bauen. Ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.